in Brandenburg aktuell. Trauer um Anschlagsopfer. Brandenburg flackt auf Halbmast. Maskenmann-Prozess droht zu platzen. Wurden Beweismittel unterdrückt? Und das Glück der Erde beim internationalen Reitturnier in Neustadt-Dosse. Damit guten Abend und willkommen zu Brandenburg aktuell. Für die Nachrichten heute im Studio Peter Wachsmann. Auch von mir einen schönen guten Abend. Der Terroranschlag von Paris beschäftigt uns heute weiter. Denn hier in Brandenburg, das in grauer Vorzeit mal durch Toleranz von sich reden machte, zwingt er uns zu der Frage, wie kommen wir eigentlich miteinander klar? Wie können wir uns gegenseitig ertragen, auch wenn wir noch so unterschiedliche Vorstellungen vom richtigen Leben haben, ohne uns gleich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Nicht nur in einer französischen Klasse ist das in Cottbus das Thema heute. Sonja Lüning. Der Anschlag von gestern. Heute ist der Thema im Französischunterricht am Humboldt-Gymnasium in Cottbus. Die Zwölftklässler fürchten nun, dass die Stimmung kippt und die Islamfeindlichkeit im Land zunimmt. Pegida, jetzt speziell in Dresden, das ist ja schon ziemlich nah an Cottbus. Und da hätte ich dann schon ein bisschen mehr Angst, wenn sich diese Bewegung gewalttätig äußert bzw. so ihre Interessen durchdrücken möchte. Ich denke mal schon, dass gerade durch die Situation auch Pegida etwas stärker wird, weil das sind ja im Speziellen Leute, die letztendlich aufgrund verschiedener sozialer Probleme irgendjemanden suchen, auf den sie schieben können. Auch in der Mensa an der Universität Potsdam ist der Anschlag heute Thema Nummer 1. Viele machen sich Sorgen, wie es jetzt weitergeht. Ich befürchte einfach, dass von gewissen Menschen ausgeschlachtet wird, das ganze Thema, um quasi die Stimmung, die ja da ist, noch weiter zu schüren und eventuell dann auch kippen zu lassen. Ich habe Angst eigentlich wirklich nur, also mehr bei diesem Fall wirklich davor, dass es zu einer Überhitzung der Situation kommt. Die Angst könnte berechtigt sein. Gerade heute veröffentlicht die Bertelsmann Stiftung eine Studie. Danach sieht fast jeder zweite nicht-muslimische Deutsche den Islam als Bedrohung, insbesondere Befragte in Ostdeutschland, obwohl dort nur wenige Muslime leben. Ich kann mir das so erklären, das Fremde wird gerade oft als Bedrohung empfunden in dem Moment, wo ich Kontakt zu etwas habe, wo ich Muslime kenne, vielleicht schon über Jahrzehnte eine Moschee in der Nachbarschaft habe und weiß, das sind ganz normale Menschen, die gläubig sind und die in ihren Religion pflegen. Da relativiert sich das, da weiß ich, davor brauche ich keine Angst zu haben. Genau so macht man das in der Al-Faruq-Moschee in Potsdam. Hier lädt man öfter Interessierte ein, damit sie verstehen, Muslime und die Attentäter aus Paris, das ist nicht das Gleiche. Hier beobachtet man bisher noch keine islamfeindlichere Stimmung. Im Alltag erlebt der Imam nur ab und zu Anfeindungen. Manchmal im Straßenbahn von Jugendlichen, manchmal, weil man Bart hat oder so, dann sagen sie Taliban oder sowas. Aber hier in Potsdam, wir sagen Gott sei Dank, also wir haben noch nie großartiger Sache begegnet. Dass einige den Islam gleichsetzen mit Terrorismus, das ärgert die Potsdamer Muslime. Solche Terrorangriffe sind verurteilt im Islam. Das ist sehr wichtig, wie ich gesagt habe, miteinander statt gegeneinander. Erreichen wir mehr. Ich denke, dass Aufklärung das Einzige ist, was hilft. Die Gespräche auch. Ich finde es sehr gut, dass jetzt auch in Dresden so ein Dialog angefangen hat. Und in den Schulen, meiner Meinung nach, muss ganz viel gemacht werden, dass die Kinder und über die Kinder auch die Eltern begreifen, dass diese 1:1 Kurzschluss islamistische Terror gleich alle Muslime sind eine Bedrohung, dass das ein Trugschluss und ein Irrschluss ist. Ja, kippt jetzt die Stimmung. In Frankreich gab es heute Angriffe auf muslimische Einrichtungen, unter anderem auf eine Moschee. Und bei uns? Brandenburgs AfD-Chef Alexander Garland ist ja gestern bei Brandenburg aktuell schnell vorgeprescht. Der Anschlag in Paris liefere Bestätigung und neue Munition für die, die den Untergang des Abendlandes durch den Islam schon vor Augen haben. Damit steht er in Brandenburgs Politik aber ziemlich alleine da, Andreas König. Trauer um die Anschlagsopfer von Paris. Bis Samstag sind an der Staatskanzlei und allen Dienstgebäuden des Landes die Flaggen auf Halbmast. Der Ministerpräsident nutzte den Auftritt der Sternsinger auch, um seine Anteilnahme auszudrücken. Ihr steht für Mitgefühl. Ihr steht für Solidarität und ihr steht für Frieden. Und damit steht ihr auch für das, worauf gestern in Paris, ihr habt es vielleicht gehört, ein Anschlag verübt worden ist. Und deswegen ist in diesen Minuten unser Mitgefühl, unsere Gedanken bei den Angehörigen der Opfer, bei den Opfern selber.
Wir sind Charlie, heißt es auch bei der CDU im Landtag aus Mitgefühl mit dem Pariser Satiremagazin. Ganz und gar nicht einverstanden sind die CDU und andere Parteien mit den Äußerungen des AfD-Vizes Gauland, die mittlerweile auch international Niederschlag finden. Heute will der arabische Nachrichtensender Al Jazeera ein Interview. Gauland hat den Anschlag unter anderem zur Rechtfertigung der Anti-Islam-Bewegung Pegida genutzt. Die AfD sollte ihren Kurs schleunigst ändern. Die AfD sollte sich bewusst sein, dass sie auch mit den Aussagen von Herrn Gauland den sozialen Frieden in diesem Land gefährdet. Und ich sage auch ganz klar, Herr Gauland, in dieser Form, mit diesen Aussagen, ist für dieses Parlament eine Blamage. Auch warnten angesichts der Bluttat Landespolitiker vor einer Stimmungsmache gegen Muslime. Intoleranz, egal von welcher Seite sie jetzt vorgeschlagen wird, kann nicht die Antwort sein auf die Intoleranz, die gestern zum Ausdruck gekommen ist durch die Taten von Mördern. Es kann ja auch nicht Ziel sein, jetzt weiter Öl ins Feuer zu gießen. Wir haben jetzt schon die ersten Gegenanschläge auf muslimische Einrichtungen und jeder rechtfertigt seine Anschläge durch die Anschläge der anderen. Also wo soll das enden? Ich bin erschrocken und auch erzürnt über diese Art, dass man auf einem Blutbad aufsetzend versucht, hier Stimmungen möglicherweise auch zu erzeugen. Und es ist Trittbrettfahrerei. Und so etwas hat auch in Brandenburg nichts zu suchen. In Frankreich fanden heute wieder Solidaritäts- und Trauerkundgebungen statt. Angesichts dieser Bilder hofft nicht nur Linken-Chef Gürke, dass die meisten Brandenburger Populisten nicht auf den Leim gehen und es vielmehr einen sachlichen Dialog geben wird. Ja, und wie reagieren die auf den Anschlag, auf deren Rücken die aktuelle Debatte um vermeintliche Islamisierung und sogenannte Überfremdung ausgetragen wird? Die Flüchtlinge in Brandenburg. Ist der Anschlag da überhaupt ein Thema? Ändert sich dadurch jetzt irgendwas? Michel Nowak fragte heute im Flüchtlingsheim in Müncheberg nach. Jeden Tag schauen sich diese jungen Männer im Internet an, was in ihrer Heimat Eritrea passiert. Willkür und Gewalt sind dort ständige Begleiter. Dass sie nun ähnliche Bilder aus einem Nachbarland Deutschlands sehen, erschreckt sie. Gestern habe ich das bei Al Jazeera am Fernsehen gesehen. Ich habe mich sehr traurig gefühlt, weil so viele Menschen gestorben sind. Ich glaube, das könnte auch in Deutschland passieren. Und die Menschen müssen sich anstrengen, dass so etwas hier nicht geschieht. Mehr als 100 Asylbewerber aus ganz unterschiedlichen Nationen sind in Müncheberg untergebracht, Christen und Muslime gleichermaßen. Mitarbeiter der Einrichtung sorgen sich nun, dass die Anschläge der mutmaßlich islamistischen Terroristen von Bewegungen wie Pegida instrumentalisiert werden. Der erste Gedanke war wirklich gewesen, dass dieser Anschlag, der, wo noch gar nicht heraussteht, waren es Islamisten, dass jetzt in Deutschland die Schlussfolgerung gezogen wird, gerade durch Pegida und AfD-Leute, dass das jetzt missbraucht wird bei der nächsten Demonstration, die am Montag wahrscheinlich in Dresden stattfinden wird. Konkrete Ängste gibt es im Müncheberger Heim zwar nicht, aber verwundert bis bestürzt reagieren die meisten Bewohner hier. Wenn ich habe das Bild gesehen, das alle. In Müncheberg hoffen sie nun, dass die Lage nicht weiter eskaliert, in Frankreich wie auch in Deutschland. Das wäre wünschenswert. Wenn man sich aber die hämischen Kommentare anschaut, die zu dieser Geburt eines syrischen Kindes in Schwedt gemacht wurden im Internet, dann bekommt man da so seine Zweifel. Eigentlich sollte dieses Foto hier in der Märkischen Oder-Zeitung zeigen, seht her, das ist der erste neue Schweter in diesem neuen Jahr. Peter Huth und Ricardo Wittig berichten. Ibrahim verschläft seinen Fernsehauftritt. Das Kind syrischer Flüchtlinge ist der erste Schweter, der in diesem Jahr im Asklepios-Klinikum das Licht der Welt erblickte. 2 Jahre war die Familie aus Homs schon auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg, bis sie über die Vermittlung der Vereinten Nationen nach Deutschland kam. Wir sind hier nicht nur in Sicherheit. Wir haben offene Menschen gefunden, die verstehen, warum wir auf der Flucht sind und die uns helfen. Ein Foto in der lokalen Tageszeitung über den Besuch des Schweter Bürgermeisters führte allerdings sofort zu ablehnenden Reaktionen. Das Kopftuch der Frau war der Auslöser. So hieß es, schön, wie sich die Frau integriert, sieht aus wie eine waschechte Brandenburgerin. Wegen dieses und weiterer hämischer Einträge schloss die Zeitung die Kommentarfunktion. Die Familie nimmt die Kritik gelassener.
Das sind Einzelmeinungen. Extreme gibt es überall. Aber die Mehrheit der deutschen Bevölkerung steht in der Mitte und ist uns gegenüber aufgeschlossen. Nach der Geburt von Ibrahim hat sich die Familie das nächste Ziel schon gesteckt. Wichtig ist es nun, Deutsch zu lernen. Ja, Deutsch lernen. So einfach ist das in Brandenburg nicht. Noch nicht. Mehr dazu jetzt von Peter in den Nachrichten. An Brandenburgs Schulen gibt es weiter Probleme mit der steigenden Zahl von Flüchtlingskindern. Vor allem speziell ausgebildete Lehrer für Deutsch als Fremdsprache fehlten, räumte heute das Bildungsministerium ein. Derzeit würden Pädagogen dafür weitergebildet, hieß es im Bildungsausschuss. Doch die Lehrkräfte müssten wegen der schwankenden Flüchtlingszahlen in den Kommunen oft die Schulen wechseln. Das sei schwer zu organisieren. Die Opposition kritisierte, dass die Schulen mit den traumatisierten Kindern aus Kriegsgebieten oft überfordert seien. Derzeit leben in Brandenburg 1.700 schulpflichtige Flüchtlingskinder. Und laut Prognosen wird ihre Zahl künftig deutlich steigen. Im Cottbuser Rocker-Prozess hat die Staatsanwaltschaft jetzt langjährige Haftstrafen für die vier Angeklagten gefordert. Sie liegen zwischen 7 und 12 Jahren, wie ein Sprecher des Landgerichts sagte. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Die Männer sollen in Königs Wusterhausen einen 16-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben, weil sie ihn irrtümlich für ein Mitglied eines verfeindeten Rockerclubs hielten. Der lebensgefährlich verletzte Schüler konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Der Prozess wird am 16. Januar mit weiteren Plädoyers fortgesetzt. Nach dem gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Senftenberg bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sie hat einen Zeugenaufruf gestartet und wird zusätzlich dazu am Sonnabend in Senftenberg Flyer verteilen. Die Kriminalpolizei hofft so auf Hinweise, um das Tötungsdelikt aufklären zu können. Die Leiche der 70-Jährigen war am vergangenen Freitagnachmittag in dieser Wohnung in der Senftenberger Schulstraße gefunden worden. Noch am Vormittag war die Rentnerin beim Einkaufen gesehen worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie einem Kapitalverbrechen zum Opfer fiel. Wie sie ums Leben kam, wird bislang aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nicht bekannt gegeben. Ja, wir bleiben bei der Justiz. Das war heute wohl der bisher spannendste Verhandlungstag im sogenannten Maskenmann-Prozess. Seit Mai letzten Jahres muss sich vor dem Landgericht in Frankfurt ein Angeklagter verantworten, der in den zurückliegenden 4 Jahren 2 Unternehmerfamilien in Storkow und Bad Saarow überfallen haben soll. Im Prozessverlauf tauchten aber immer wieder Ungereimheiten auf. Ja, schon ein schwieriges Wort. Von Behinderung der Ermittlungsarbeiten war auch die Rede. Heute drohte der Prozess sogar ganz zu platzen. Gabi Probst und Markus Woller. Es ist sein drittes Mal als Zeuge. Heute jedoch bringt Hauptkommissar Lutz B. mit seiner Aussage große Verwirrung. Der ehemalige Ermittler der Mordkommission sagt aus, dass eine seiner Kolleginnen entlastendes Material, das für den Angeklagten sprach, aus dem Abschlussbericht der Ermittlungen nehmen sollte. Auf Anweisung des Dezernatsleiters, sagt er. Ein harter Vorwurf. Ich glaube auch, ich habe damit mein Gewissen erleichtert und es sollte auch jeder andere Polizist mal darüber nachdenken, was hier in dem Verfahren bearbeitet wurde und wie man sich äußert. Sie fühlen sich jetzt besser? Ich fühle mich besser jetzt, ja. Wenn die Aussage zutrifft, wäre ein Haftbefehl für den Angeklagten nicht mehr haltbar. Deshalb beantragt Verteidiger Axel Weimann, die betreffende Kollegin zu laden. Auch der vorsitzende Richter erkennt offenbar die Brisanz, lässt sie sofort holen. Als die Polizistin Ines B. eine halbe Stunde später im Gericht ist, widerspricht sie jedoch ihrem Kollegen. Sie kenne nur den Zwischen-, aber nicht den Abschlussbericht, sagt sie. Zwar könne sie nicht erklären, warum die entlastenden Passagen nicht mehr im Bericht sind, aber die Anweisung zum Streichen hätte sie nicht bekommen. Lutz B. unter Schock. Damit hat er nicht gerechnet. Er benennt dem Gericht eine weitere Zeugin für seine Aussage. Wir haben heute einen Polizeibeamten gehört, der Bedenken gegen Ermittlungshandlungen geäußert hat und auch gegen die Glaubhaftigkeit des Entführungsopfers. Wir haben heute eine andere Zeugin gehört, die das nicht so bestätigt hat, wie das der Polizeibeamte uns heute hier dargetan hat. Zu diesem Komplex werden wir aber noch weitere Zeugen hören und im Ergebnis dann eine eigene Bewertung vornehmen. Jetzt hängt alles an Kerstin B., eine ebenfalls kritische Polizistin. Sie hat sich inzwischen aus der Mordkommission versetzen lassen. Ja, deutlich ist, denke ich mal, geworden, dass hier alle Angehörige der Polizei in der einen oder anderen Richtung unter einem Druck stehen, ja, ihren Job zu verlieren,
wenn sie so oder so aussagen. Der Prozess geht nächste Woche Freitag weiter. Ein großer einheitlicher Markt zwischen USA und EU. Das ist der Plan bei TTIP, dem Transatlantic Trade and Investment Partnership, dem geplanten Freihandelsabkommen. Doch welche Spielregeln und Standards sollen da gelten? Das ist wiederum der Knackpunkt. In unserer Wochenserie schauen wir uns die sehr unterschiedlichen Erwartungen und Sorgen an, was am Ende bei TTIP, wenn es denn an diesem Jahresende dann auch verhandelt worden ist, für Brandenburg überhaupt rauskommt. Bei unseren polnischen Nachbarn, die TTIP ja auch dann bekommen und davon betroffen sein werden, wird das viel weniger kontrovers diskutiert, hat Joanna Jambor festgestellt. Made in Poland, richtig in Mode in den USA? Hier in Ptak Fashion City bei Łódź eine große Hoffnung. Das weltweit agierende Textilunternehmen vertreibt polnische Hersteller und betreibt unter anderem eine der größten Textilverkaufsausstellungen Europas. Täglich 24 Stunden lang mehr als 2000 Produzenten auf einem riesigen Gelände in Polens Mitte. Das Freihandelsabkommen mit den USA soll endgültig die Türen öffnen. Mit Ausstellung in Las Vegas machte man den Anfang. In Europa produzierte Kleidung kann durchaus ein Exporthit werden und locker mit dem asiatischen Markt konkurrieren. Schätzungen zufolge soll TTIP den Handel zwischen Polen und den USA, wenn die Zollbarrieren fallen und Standards angeglichen werden, um etwa 20-30% erhöhen. In der breiten polnischen Öffentlichkeit ist das Freihandelsabkommen noch kein Thema, weiß Wirtschaftsexpertin Dagmara Jeschniak-Quast von der Viadrina in Frankfurt-Oder. Gerade im Internet werden die Meinungen eher kritischer. Das sind Nichtregierungsorganisationen, das sind Aktivisten der Grünen Bewegung, obwohl wir in Polen, wie wir wissen, keine richtige Grüne Partei haben, die im Parlament zum Beispiel diese Meinung vertreten könnte. Da schon, das wird sehr ernsthaft diskutiert. Unternehmen aus der Chemie- oder Telekommunikationsbranche in Polen können von TTIP profitieren. Polnische Bauern hingegen haben Sorge, dass regionale Produkte und Lebensmittelstandards gefährdet sind. Jeschniak-Quast sieht aber auch für die Landwirtschaft neue Chancen. Und hier hofft zum Beispiel Landwirtschaft in Polen, dass weiß nicht, dieser Apfelexport nach Russland, was jetzt wegen der Krise nicht stattfinden kann, dass man dafür zum Beispiel den Markt in den USA finden könnte. Keine Abhängigkeit vom Nachbarn Russland, auch in Energiefragen, wo man auf Flüssiggas aus den USA hofft. Polen geht selbstbewusst in die TTIP-Verhandlungen. Skepsis ist vorhanden, aber vielmehr sieht man darin die Chancen. In den USA gibt es bislang nur sehr wenige polnische Importeure im Kleidungsbereich. Wir könnten Pioniere sein, wie es vor 200 Jahren die Amerikaner waren, die das Land aufbauten. Ja, was bringt uns also TTIP? Das wollen wir morgen Abend hier bei Brandenburg aktuell mit dem US-amerikanischen Botschafter in Deutschland besprechen. Mal sehen, wie optimistisch wir dann auf dieses geplante Abkommen blicken. Jetzt geht es aber erst noch mal weiter mit Nachrichten des Tages. Von Peter. Die ersten Planungen der Landesregierung für hochwassergefährdete Gebiete haben in den betroffenen Städten und Gemeinden für großen Unmut gesorgt. Mehrere Bürgermeister kritisierten im RBB, sie seien nicht genügend eingebunden worden in die Entscheidungen. So will das Umweltministerium gefährdete Flächen künftig als Überschwemmungsgebiete ausweisen. Darunter sind allerdings auch Gebiete, die von den Kommunen als Bauland ausgewiesen wurden. Diese dürften dann künftig nicht bebaut werden. Originaldokumente der DDR-Staatssicherheit sind jetzt im Internet einsehbar. Die sogenannte Stasi-Mediathek gewährt damit Einblicke in den ehemaligen Geheimdienst. Unter www.stasi-mediathek.de sind unter anderem Schulungsfilme zu sehen, Fotos einer missglückten Flucht oder Kamerafahrten durch Westberliner Straßen. Die Stasi-Unterlagenbehörde hat die Mediathek für private Recherchen eingerichtet und will damit vor allem junge Menschen erreichen. Junge Künstler sind dazu aufgerufen, sich mit eigenen Graffitis auf drei landeseigenen Gebäuden zu verewigen, und zwar ganz legal. Entwürfe zu dem Motto Buntes Brandenburg können bis 7. März eingereicht werden, wie das Finanzministerium mitteilte. Im April werden dann die ausgewählten Künstler 5 Flächen auf dem Areal des Finanz-, Arbeits- und des Umweltministeriums gestalten.
Der Wettbewerb soll an eine Aktion aus dem Jahre 2011 anschließen. Damals hatten Sprayer den Bauzaun um den Landtagsneubau besprüht zum Thema Toleranz. Das vor Wochen in Werder entlaufene Känguru ist tot. Es wurde gestern auf einem Firmengrundstück in der Nähe von Großkreuz gefunden. Das hätten die Besitzer des Tieres der Stadtverwaltung mitgeteilt, sagte Bürgermeisterin Sass. Das Känguru war Ende November aus dem Privatgehege der Züchter entwischt. Mehrere Versuche von Polizei, Ordnungsamt und Tierrettung, es wieder einzufangen, blieben aber erfolglos. Die asiatischen Elefanten im Berliner Zoo haben heute Weihnachten nachgefeiert. Sie bekamen die Tannen und Fichten, die die Händler nicht verkaufen konnten. Ein wahrer Leckerbissen für die Dickhäuter. Sie schätzen die Nadelbäume aufgrund der ätherischen Öle und des außergewöhnlichen Geschmacks. Aber nicht nur Elefanten, auch Großkatzen und Nagetiere mögen die Zweige. Es bleibt tierisch. Es ist das Top-Ereignis für die Pferdesportszene in unserer Region. Zum 16. Mal gehen seit heute die Springreiter in Neustadt-Dosse an den Start aus 12 Nationen. Am Ende, also am Wochenende, winken Preise im Wert von über 70.000 Euro. Ja, aber das alles wäre nichts ohne den Mann, den Thorsten Michels heute beim Auftakt begleitet hat. Eins, zwei, drei. Ja, gehen wir 3 Minuten weiter rüber. Ohne Christian Wiegand läuft hier nichts. Der 53-Jährige ist der Chef-Parcoursbauer in Neustadt, schon seit 6 Jahren. Der Mann aus dem ostwestfälischen Brakel befehligt ein Team von 20 Helfern. Da muss jeder Handgriff sitzen. Bis zum Sonntag baut das Wiegand-Team insgesamt 18 Parcours in die Graf-von-Lindenau-Halle. Ein Job mit viel Verantwortung. Wir sind Anfang des Jahres, wir haben das erste Turnier, wir haben die erste Prüfung. Die Pferde kommen aus der Winterpause und deswegen soll alles so geregelt, soll so sein, dass es einigermaßen rhythmisch fairer, rhythmisch zu reitender Parcours ist, ohne großartige Schikanen, wollen wir es mal so ausdrücken. Ob so ein Parcours auch wirklich fair ist, wird schon vor dem Wettkampf geprüft. Da schreiten die Aktiven den Kurs ab, checken Abstände und Höhen. Dieser erste Umlauf des Turniers kommt schon mal an, wenn auch mit kleinen Einschränkungen. Nö, gefällt mir eigentlich alles ganz gut, außer die langen Strecken sind nicht so meins, aber... Da hat sie wohl ein wenig geblufft, denn im Parcours kam die 13-jährige Natalia Stecher aus Heide in Schleswig-Holstein super zurecht. 0 Fehler, beste Zeit. Tolle Arbeit von ihr und auch von Christian Wiegand, der sitzt schon wieder am Laptop. Der nächste Parcours wird geplant. Ich gucke einmal auf meinem Laptop, auf meinen Unterlagen, wie war der Parcours letztes Jahr. Weil ich nicht unbedingt diesen Parcours aus dem letzten Jahr wieder aufbauen möchte. Ne? Weil in der Halle ist man schon so ein bisschen eingegrenzt mit seinen Möglichkeiten. Und da wiederholt sich schon mal was. Und die Lindenau-Halle soll natürlich immer etwas Neues bieten. Neustadt ist eines der Lieblingsturniere von Christian Wiegand, obwohl der gelernte Bankkaufmann ganz schön rumkommt in der Welt. Ich war schon mal in Malaysia, das war sehr schön, das war auch ein Highlight, war Weltcup-Finale. Und ich war zum Beispiel, wo es auch sehr schön ist, war ich letztes Jahr 2 Turniere. Einmal war ich in Oliva, das ist in Spanien. Das ist direkt am Mittelmeer, da ist so eine Turnierserie, das war wunderschön, eine wunderschöne Anlage. Ende Oktober, 28 Grad, besser kann man es gar nicht haben. 28 Grad bietet Neustadt natürlich nur in der Halle. Egal, Christian Wiegand ist sowieso auf Betriebstemperatur, noch bis Sonntag. Ob uns das Wetter in den kommenden Tagen aus der Bahn wirft, Ulrike Fink jedenfalls setzt auf die Draisine, um schön in der Spur zu bleiben. Eisenbahner-Romantik, das haben wir hier heute. Das Wetter, muss man zugeben, ist nicht ganz ideal. Aber der große Vorteil ist, wenn man sich hier auf der Draisine abstrampelt, einem wird warm, zumindest schon mal in den Beinen. Die Hände sind trotzdem eiskalt. Aber das ist hier historischer Boden. 1996 wurde die Draisine eröffnet und ist damit die älteste in Deutschland. Mittlerweile gibt es aber ganz viele Strecken auch. Ja, das ist richtig. In Deutschland gibt es jetzt mittlerweile 50 Strecken fast. Das einzige Bundesland, wo keine fährt, ist Bayern. Warum nicht? Zu viele Berge. Wahrscheinlich wegen der Berge, genau. Na, wie schnell kann man denn werden mit so einer Draisine? Na, mit der Fahrraddraisine, mit der wir heute unterwegs sind, kann man bis zu 15 Kilometer pro Stunde fahren. Wenn man durchschnittlich fährt, dann schaffen wir so zwischen 10 und 12 Kilometer pro Stunde. Ist hier schon warm? Ja, bin ja gut angezogen. Genau. Die Hunde hier an Bord übrigens auch. Hier sitzt der Große, da hinten der Kleine. Denen geht's ganz fantastisch. Für Sie jetzt erstmal das Wetter für heute Nacht und morgen.
Ja, und wir fahren hier weiter, ne, und strampeln uns warm. In der Nacht zum Freitag ist es weiterhin regnerisch. Die Temperaturen schwanken zwischen 3 und 5 Grad. Der Tag bleibt verregnet und grau und es wird stürmisch, sogar mit Orkanböen im Norden von Brandenburg. Was war das hier für eine Strecke? Die Strecke ging ursprünglich von Fürstenberg bis nach Eberswalde rüber. Und der Abschnitt hier zwischen Fürstenberg und Templin, auf dem wir fahren, das sind die 28 Kilometer. Und den kann man halt mit Draisine bereisen. Und jetzt sagt man ja Draisine, 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 da gibt es ja die wildesten Aussprachen. Was ist denn da korrekt? Na, korrekt ist Draisine, also Dora, Richard, Anton, Ida, Siegfried, Ida, Nordpol, Emil. Rührt daher, Karl Friedrich Dreis von Sauerbronn hat ja das Laufrad erfunden, also den Vorläufer des Fahrrades. Und darauf aufbauen dann auch die Draisine. Das rührt dann vom Namen her. Wunderbar, wieder was gelernt. Wir fahren immer noch, was soll ich sagen, weiter, immer geradeaus den Schienen entlang. Für Sie ist das Wetter der kommenden 3 Tage keine Besserung in Sicht leider. Der Wind lässt zwar nach, es bleibt aber meist bewölkt und regnerisch und mit Temperaturen bis zu 14 Grad am Sonnabend deutlich zu warm für den Januar. Lotti und ich, wir machen uns das jetzt hier gemütlich und lassen uns kutschieren. Das ist dein Hund, ne? Das sieht man sofort am Fell. Jawohl. Wie gefällt's dir? Es macht Spaß. Es ist nicht so anstrengend, wie man denkt, ne? Das ist gar nicht anstrengend. Also hier geht's immer geradeaus, es ist überhaupt kein Problem. Sehr gut. Und wenn auch Sie feststellen wollen, wie wenig anstrengend das Ganze ist, dann jetzt in den Wintermonaten einfach anrufen, auf Anfragen geht's los. Lotti, bleib hier, nicht abspringen. Und dann ab Ostern wieder jeden Tag. So, ja, auf dem Platz ist schön, bestimmt. Ne? Danke, Ulrike. Unser Wetterfoto heute: Raben beim Sonnenuntergang in Genshagen. Schreibt uns Saarkisten über Facebook. Vielen Dank dafür. Aber keine Bange, morgen ist ein neuer Tag und dann sind wir beide wieder für Sie zur Stelle. Hier gleich die Tagesschau und anschließend um 20.15 Uhr unser Donnerstagsfilm Meine Tochter und der Millionär. Also bis morgen. Machen Sie es gut. Ciao. Erstmals haben sich die AfD und die islamkritische Bewegung Pegida getroffen. Kontaktaufnahme. Pegida will angeblich auch mit anderen Parteien sprechen. Überfall. Vermummte Täter randalieren vor Polizeiwache in Leipzig-Konnewitz. Landesausstellung. Nach Finanzproblemen in Zwickau sind jetzt auch wieder andere Städte im Spiel. Und jetzt der MDR Sachsen-Spiegel. Heute mit Anja Köbel. Guten Abend. Es war ein erstes Treffen. Zum ersten Mal haben sich gestern die Anführer von Pegida mit Vertretern einer Partei getroffen, die im Sächsischen Landtag vertreten ist, mit der AfD. Erst hieß es, 18 Uhr würde man sich im Landtag treffen, doch am späten Nachmittag wurden dann plötzlich Treffpunkt und Zeit geändert. Wir hatten gestern davon ja berichtet. Doch Verwirrung hin oder her, das Treffen fand statt und heute wurden erste Details bekannt. Es herrschte gespannte Stimmung unter den Journalisten, als am Vormittag die Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Frauke Petri, in einer Pressekonferenz über die Inhalte des Gesprächs mit den Organisatoren der Pegida berichtete. Wir haben uns mit 7 Vertretern des sogenannten Pegida-Organisationsteams, das ist eine Gruppe von 12 Leuten, die aber nicht alle anwesend waren, getroffen. Und wir haben uns für etwa 2 Stunden lang unterhalten. Nach einem Katz-und-Maus-Spiel mit Journalisten hatten sich beide Parteien gestern darauf geeinigt, dass man sich nicht, wie angekündigt, im Sächsischen Landtag trifft, sondern an einem geheimen Ort, um nicht mit geplanten Protestaktionen konfrontiert zu werden. Wir haben uns dann aber aus Rücksicht auf Personen und Inventar und vor allen Dingen aus Rücksicht vor dem Hohen Haus des Sächsischen Landtags kurzfristig entschlossen, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen und haben deswegen das Treffen an einen Ort außerhalb des Landtags verlegt und dazu, wie Sie auch bemerkt haben, die Zeit verändert. Stattdessen trafen sich AfD und Pegida in diesen Tagungsräumen im Stadtteil Striesen. Aus Sicht der AfD ging es in dem 2-stündigen Gespräch nicht um konkrete Zusammenarbeit, sondern vielmehr ums Kennenlernen. Deutlicher bilanziert hingegen die Pegida-Bewegung das Treffen, auch wenn nur in schriftlicher Form.
Wir haben viele gemeinsame Schnittmengen bei den Themen Einwanderungs- und Asylpolitik festgestellt. Wir sind uns darüber hinaus einig, dass wir beim Thema innere Sicherheit immensen Nachholbedarf haben. Ein zeitgemäßes Einwanderungsgesetz tut Deutschland gut. Aber auch bei den Themen Gender Mainstreaming und direkte Demokratie sind wir nah beieinander. Darüber hinaus lassen die Pegida-Organisatoren wissen, dass sie so wörtlich den Dialog fortsetzen werden und sich freuen würden, wenn dem Beispiel der AfD auch die anderen demokratischen Parteien folgen, die im Sächsischen Landtag vertreten sind. Wir haben heute natürlich auch nachgefragt, wie die anderen im Landtag vertretenen Parteien das Treffen zwischen Pegida und der AfD bewerten. Egal bei welcher der weiteren im Sächsischen Landtag vertretenen Parteien wir auch anfragen, die Einladung mit den Organisatoren der Pegida-Bewegung ins Gespräch zu kommen, lehnen allesamt ab. Mit den Organisatoren selber haben wir mal als SPD gesagt, solange wie man sich nicht davon distanziert, dass es um Menschenfeindlichkeit geht, um Rassismus geht, können wir keine Gesprächsgrundlage finden. Solange wie Politiker beschimpft und deformiert werden, ist es keine Grundlage für Gespräche. Wenn man sich davon distanziert und eine ganz klare Botschaft sendet, dann können wir auch Gespräche führen. Dialog mit den Bürgern über ihre Probleme und die Entwicklung in Sachsen, dazu sind die Grünen bereit. Den Dialog mit Pegida-Verantwortlichen aber lehnen sie ab. Dialog erfordert vor allem Dialogbereitschaft und auch den Respekt vor der anderen Meinung. Ich habe nicht den Eindruck gewinnen können, dass bei einigen der Pegida-Organisatoren dieser Respekt vorhanden ist. Der Herr Bachmann, der hier in den vergangenen Zeit sehr an vorderster Front stand, hat sich so geäußert, dass Grüne standrechtlich erschossen werden müssten. Das ist keine Grundlage für Dialog. Wer so offen gegen Politiker von offener Bühne hetzt, der muss sich fragen lassen, ob er wirklich an einem Dialog mit diesen Politikern, die er gerade noch beschimpft und beleidigt hat, interessiert ist. Auch die CDU richtet ihren Dialog mehr an die Bevölkerung als an die Pegida-Organisatoren. Wir stehen als Abgeordnete jeder Einzelne in seinem Wahlkreis zur Verfügung. Es gibt Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel am Sonnabend. Der Ministerpräsident und die Oberbürgermeisterin haben eingeladen, nicht gegen irgendwas, sondern mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und da sind ausdrücklich auch die 18.000 eingeladen, die montags zur Pegida gehen. Wir wollen mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Mit den Menschen zu sprechen, das wollen auch die Linken, aber ebenfalls nicht mit den Verantwortlichen von Pegida. Wir werden uns nicht verweigern, mit Demonstrierenden zu reden, das haben wir schon immer gemacht, aber wir werden uns nicht mit den Organisatoren der Pegida-Demonstration treffen. Je suis Charlie. Ich bin Charlie. Mit diesen Worten drücken seit gestern Menschen auf der ganzen Welt ihr Mitgefühl mit den Opfern des Terroranschlags auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo aus. Sachsens Ministerpräsident Stanisław Tillich kündigte heute eine landesweite Trauerbeflaggung vieler öffentlicher Gebäude für den Zeitraum vom 8. bis zum 10. Januar an. Denn der Anschlag auf die Meinungs- und Pressefreiheit sorgt nicht nur in Frankreich für heftige Diskussionen, sondern in ganz Europa. Je suis Charlie, ich bin Charlie. Viele Tageszeitungen weltweit haben heute die gleiche Titelschlagzeile in Solidarität mit der renommierten französischen Satirezeitung Charlie Hebdo. Gestern hatten mehrere Bewaffnete die Redaktion gestürmt, 12 Menschen kamen ums Leben, ein Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit, ausgeführt mit schockierender Präzision. Noch immer sind die Täter auf der Flucht, die Menschen in Paris, sie trauern. Unter ihnen ist ein Leipziger Karikaturist, bekannt unter dem Pseudonym Schwavel, der momentan in Paris seinen Urlaub verbringt. Er reagierte geschockt und mutig. Kurz nach dem Anschlag fertigte er eine Karikatur an, in der er die Attacke aufs Schärfste kritisiert. Bleistifte zertrümmert von einer Kugel. Per Internetschalte fragen wir den Künstler, ob der Terror seine Arbeit in Zukunft beeinflussen werde. Und da ist es halt, mir geht's dann eher um das... sich nicht den Mund verbieten lassen von nicht von Fanatikern irgendwie in die Knie zwingen lassen, und da muss man weitermachen. Nichtsdestotrotz, also man sieht schon, dass die Leute irgendwie schockiert sind, aber irgendwie versuchen sie trotzdem zu sagen, nee, das ist gut, so wie wir das hier machen, und wir machen hier weiter. Charlie Hebdo war aufgrund islamkritischer Karikaturen ins Visier von Terroristen geraten. Viele Tageszeitungen reagierten deshalb ähnlich wie Meitsch und druckten die umstrittenen Grafiken auf ihren Titelseiten. Andere hielten sich deutlich zurück, so wie die Frankfurter Rundschau und auch hiesige Zeitungen. Die Dresdner SZ organisiert zwar den Deutschen Karikaturenpreis, doch vor der Kamera wollte heute niemand sagen, welchen Stellenwert Karikaturen haben. Auf ihrer Titelseite druckte die SZ statt einer Karikatur eine leere Fläche. Doch hätte der Abdruck der Karikaturen wirklich etwas bewegt? Das wäre ein schönes Zeichen gewesen in die Richtung der
denjenigen, die das Attentat begangen haben, nach dem Motto, ihr könnt uns angreifen, aber ihr könnt mit sowas nicht verhindern, dass sowas gedruckt wird, erst im Gegenteil. Ich halte es aber auch für nachvollziehbar, dass sie es nicht gemacht haben, weil der sächsische Leser, der will jetzt erstmal sachliche Informationen. Anders sieht das der Leipziger Karikaturist Ulrich Forchner. Er glaubt, dass die heutigen sächsischen Reaktionen Ausdruck eines tiefgreifenderen Unterschieds sind. Das war natürlich ein großer Schock. Dort ist ein absoluter Brennpunkt in Paris, was die Kultur und die Kulturen, auch die Kultur der Karikatur betrifft. Die hat ein ganz anderes Level, auch in ihrer Aussageschärfe und ihrer Vielfalt, auch in England übrigens. Da wird viel mehr gedruckt und viel mehr damit umgegangen. Im Internet kursieren inzwischen zahlreiche Grafiken gegen die radikalen Angreifer. Egal wo auf der Welt, der Anschlag scheint viele Karikaturisten eher motiviert als abgeschreckt zu haben. Nach dem Terroranschlag in Paris hat der AfD-Bundesvorstand heute vorgeschlagen, dass alle Parteien, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Bewegungen gemeinsam für kommenden Montag zu einer Großdemonstration in Dresden aufrufen. Es gehe darum, die Trauer und den Respekt vor den Opfern auszudrücken und einen gesellschaftlichen Dialog aufzunehmen. Kommen wir nun zu einer Geschichte, die eine richtig schöne ist. Und die beginnt im August, als ein 13-jähriger Oberschüler mit dem Rad im Chemnitzer Stadtpark unterwegs ist. Plötzlich hört er die Rufe eines Jungen, der in einem Teich in Not geraten ist. Und Sekunden später wird der 13-Jährige zum Lebensretter. Denn der 6-Jährige kann nicht schwimmen. Für seine Heldentat ist Adrian Güttner heute in Chemnitz mit dem Lebensrettungsehrenzeichen des Freistaates Sachsen geehrt worden. Feierlich überreicht wurde die Auszeichnung im Rathaus. Außerdem durfte er sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Und nach Leipzig. Im Stadtteil Konnewitz gab es gestern Abend Randale. Wieder einmal, denn es kommt dort ja häufig zwischen Anhängern der linken Szene und der Polizei zu Auseinandersetzungen. So gab es erst kürzlich die schon fast traditionelle Schleberschlacht, bei der Mülltonnen brannten und Flaschen flogen. Und in der Silvesternacht wurde eine unangemeldete Demonstration aufgelöst. Doch das, was gestern Abend geschah, zeugt von einer neuen Dimension. Vermummte Täter griffen eine Polizeiwache an. Sie kamen mit Pflastersteinen, Feuerwerkskörpern und Farbbeuteln. Kurz nach 20 Uhr liefen laut Polizeibericht 20 bis 30 vermummte Täter auf die Wache nahe dem Konnewitzer Kreuz zu. Von Marschformation ist die Rede. Dort angekommen fliegen sofort Steine. Außerdem wird ein im Hof geparkter Streifenwagen beschädigt. Die Außenstelle war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Beamten besetzt, die natürlich nichts gegen diesen Angriff ausrichten konnten, sondern aus Eigensicherungsgründen im Objekt geblieben sind. Das Sicherheitsglas hält und schützt die Beamten. Die Täter können unerkannt entkommen. Auf einer als linksradikal bekannten Internetseite erscheint noch in der Nacht ein anonymes Bekennerschreiben, das Bezug nimmt auf den 10. Todestag von Uri Jalloh, der am gestrigen Tag war. Man meint damit ein Gedenken ausüben zu können und mit dieser Gewalt ein Stück weit Rache üben zu können. Der Afrikaner Uri Jalloh war 2005 in Dessau in Polizeigewahrsam bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Umstände sind bis heute ungeklärt. Das Bekennerschreiben der Angreifer von Leipzig hält die Polizei für glaubwürdig, geht davon aus, dass die Täter linksextrem motiviert waren. Ermittelt wird nun wegen schweren Landfriedensbruchs. Es kann hingenommen werden, dass in unserer Gesellschaft Polizisten und Polizeistationen angegriffen werden. Deshalb werden wir ganz konsequent die Strafverfolgung durchführen. An der Wache in der Wiedebach-Passage ist die Spurensicherung beendet. Der Polizeiposten bleibt trotz der Schäden geöffnet. Eine Tat, die für die Polizei Zeichen einer neuen Bedrohung ist. Und darüber wollen wir jetzt reden mit Hagen Huskin. Er ist Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Sachsen. Guten Abend, Herr Huskin. Schönen guten Abend. Es hat ja so den Anschein, dass Leipzig neben Berlin und Hamburg so die dritte deutsche Stadt ist, in der es eine sehr feste linke autonome Szene gibt, die auch immer wieder die Polizei offenbar attackiert. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ja, wir sind selbst darüber erschrocken, dass es so ist, dass gestern dieser Angriff gestartet wurde auf die Polizeistation in Konnewitz in Leipzig. Und es verwundert uns ehrlich gesagt als Gewerkschaft der Polizei nicht, dass es auch im Freistaat Sachsen jetzt so weit gekommen ist und gerade in der Stadt Leipzig. Also wir denken, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass eben, ich sag mal, der Respekt vor der Polizei, vor der Uniform gesunken ist im Freistaat Sachsen. Und natürlich in der Stadt Leipzig das genauso der Fall ist wie auch in anderen Städten. Aber in der Stadt Leipzig, denke ich mal, ist die Lage ganz anders als in Dresden.
Dresden, in Chemnitz oder anderswo. Denn dort ist es ein sehr, sehr heißes Pflaster, was die Lage betrifft, was gerade die autonome Szene betrifft. Mhm. Und deswegen verwundert es uns nicht als Gewerkschaft der Polizei. Und was erwarten Sie jetzt von den kommunalen Politikern? Also wir erwarten auf jeden Fall, dass die kommunalen Politiker, aber auch die Politiker im Landtag des Freistaates Sachsen mit uns in einen Dialog treten und sich endlich mal die Forderung der Gewerkschaft der Polizei anhören und aus daraus eben auch Ergebnisse erzielt werden und nicht, wie es bisher der Fall war, immer nur um den heißen Brei herumgeredet wird und immer nur warme Worte geredet werden. Gibt es da was ganz Konkretes, was Sie da im Auge haben? Ja, natürlich. Also wir haben ganz, ganz klare Forderungen, die wir auch schon überall genannt haben. Das heißt, wir wollen eine Verstärkung des Strafgesetzbuches haben, dass Straftäter, die gegen Polizeibeamte vorgehen, härter bestraft werden, vor allen Dingen bestraft werden, auch wenn sie nur gegen die Uniform vorgehen, ohne dass der Beamte gerade irgendwo im Einsatz ist. Und wir wollen natürlich auch, dass eben die Polizeibeamten besser geschützt werden. Es darf nicht nur eine Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger geben, für die wir verantwortlich sind, sondern es muss auch eine Sicherheit für Polizeibeamte geben. Klare Forderungen der Gewerkschaft der Polizei. Hagen Husken, danke schön, dass Sie heute Abend bei uns gewesen sind. Sehr gerne. Jetzt geht's nach Laue bei Delitzsch. Dort gibt es nämlich eine Wohngemeinschaft mit rund 230 Mitbewohnern. Das sind Katzen, Hunde, Nagetiere, Vögel, Ponys. Die Rede ist nämlich vom dortigen Tierheim. Zwei Festangestellte und sechs Mitarbeiter auf Stundenbasis kümmern sich um die Tiere. Doch der Mindestlohn bedroht die Existenz des Heimes. Darüber hatten wir kürzlich erst berichtet. Heute nun sollte es bei einem Krisengespräch um die Zukunft des Tierheimes gehen. Jedes Tier eine Geschichte. Alex, ein Schäferhundmix, ist seit 2 Monaten hier. Er wurde im Stadtpark von Delitzsch ausgesetzt. Das Löwenköpfchen ist hier im Tierheim Laue, weil sein Besitzer gestorben ist. Es sind 2 Tiere von etwa 230, um die sich Gudrun Bernhard und ihre Kollegen kümmern. Quasi rund um die Uhr. Die Nacht um 1 klingelt das Telefon, die Polizei, ein herrenloser Hund. Dann ziehen wir uns an, tun uns startklar machen und fahren dann los und fangen diesen Hund. 2 festangestellte Mitarbeiter hat das Tierheim, 6 auf Stundenbasis. Für sie gilt nun der Mindestlohn, der hier mit 30.000 zusätzlichen Euro pro Jahr gewaltig zu Buche schlägt. Für den Träger des Heims, den Tierschutzverein, allein nicht zu stemmen. Ein Großteil seines Geldes bekommt der Verein von 5 Kommunen, unter anderem Delitzsch und Krostitz, die zur sogenannten Unterbringung von Fundtieren verpflichtet sind. Rund 1 Euro pro Einwohner geben sie bisher. Der Tierschutzverein, dem auch der Ortsvorsteher angehört, hofft nun auf mehr. Heute ein Krisentreffen im Landratsamt. Eine Lösung könnte nur aussehen, dass die Kommunen eine finanzielle Erhöhung der Pauschale selber mittragen, damit wir die Pflichtaufgabe der Kommune weiterhin erfüllen können. Doch auch die Kommunen müssen mit jedem Euro rechnen. 1,5 Stunden werden die Standpunkte ausgetauscht, am Ende nur mit Zwischenergebnis. Wir sind nach wie vor angehalten, natürlich den Tierbestand drastisch zu reduzieren. Wir sind angehalten worden, über unsere Personalplanung noch mal drüber zu schauen, um das ganz einfach effizienter zu gestalten. Mitte Februar soll es das nächste Treffen geben, dann vielleicht mit finanzieller Zusage. Viel mehr Zeit bleibt auch nicht. Das Geld des Tierschutzvereins reicht nur bis Ende Februar. Dann käme die Insolvenz. Ganz schlimm, weil wir wirklich nicht wissen, was aus den Tieren wird. Doch es bleibt Hoffnung, dass die Mitarbeiter und damit die Tiere nicht im Regen stehen gelassen werden. Und jetzt gibt es eine aktuelle Meldung vom Sport. Das neue Zwickauer Fußballstadion wird definitiv gebaut. Das sagte heute Nachmittag SPD-Oberbürgermeisterin Pia Findeis. Am 6. Februar wird es den ersten Spatenstich geben. Und jetzt weitere Nachrichten aus Sachsen, kurz und kompakt. Kooperationsvertrag geschlossen. 4 Museen im Erzgebirge wollen sich gegenseitig bewerben und Kombi-Tickets verkaufen. Darunter die Mineralienschau Terra Mineralia in Freiberg und die Manufaktur der Träume Annaberg-Buchholz. Die Museen verbindet die sächsische Sammlerin und Unternehmerin Erika Pohl-Ströer, die viele Ausstellungsstücke stiftete. Umbau am Sorbischen Nationalensemble. In Bautzen wird das Verwaltungsgebäude des Ensembles instand gesetzt. Auch die Röhrscheid-Bastei wird restauriert. Sie gehört zur historischen Stadtbefestigung und soll für Veranstaltungen genutzt werden. Finanziert werden die Arbeiten durch die Stiftung für das sorbische Volk und die Städtebauförderung. Holzlaster umgestürzt. Der LKW war durch einen geplatzten Reifen auf der A4 am Kreuz Chemnitz in eine Leitplanke geraten. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn Richtung Hof musste stundenlang gesperrt werden.
Diese Taten sind hinterhältig, sinnlos und einfach nicht zu begreifen. Und doch geschieht es immer wieder, dass Unbekannte von Brücken aus mit Gegenständen auf Autos werfen. Meistens haben die Täter das Glück, unerkannt zu entkommen, während die Opfer im schlimmsten Fall um ihr Leben fürchten müssen. In Bad Muskau ist es jetzt binnen weniger Tage zu zwei Vorfällen dieser Art gekommen. Und auch wenn glücklicherweise niemand verletzt wurde, werden die Taten von der Polizei sehr ernst genommen. Es ist diese ehemalige Eisenbahnbrücke in Bad Muskau, von der bisher Unbekannte aus 4 Meter Höhe einen etwa faustgroßen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen haben. Dem Fahrer, 67 Jahre alt, ist nichts passiert, pures Glück. Die Täter verschwanden nach dem Steinwurf im Dunkeln, die Polizei sucht Zeugen, hat aber auch eine erste Spur. Die polnische und sächsische Kriminalpolizei ermittelt nun gemeinsam in alle Richtungen, denn wir wissen derzeit nur, dass die Täter über die Brücke und die Neiße auf polnisches Hoheitsgebiet geflüchtet sind. Die Nationalität der Täter ist damit aber immer noch ungeklärt. Was ein solcher Steinwurf anrichtet, zeigen diese Bilder. Die Wucht lässt das Sicherheitsglas splittern, der Fahrer kann schwer verletzt werden. Nicht der erste Fall in Bad Muskau. Unbekannte warfen hier am vergangenen Wochenende einen Holzbalken auf ein Auto. Verantwortlich für die Brücke sind polnische Behörden. Derzeit wird sie zu einer Fahrradbrücke umgebaut, ist vermutlich nicht ausreichend gesichert. Der polnische Bürgermeister will handeln. Wir wissen um diese Vorfälle und bedauern das sehr. Wir werden hier schnellstmöglich eine Videoüberwachung installieren. Außerdem haben wir bereits mit der deutschen Seite abgesprochen, dass es künftig mehr gemeinsame Polizeistreifen auf der Seite von Bad Muskau geben soll. Die Bad Muskauer und ihre polnischen Nachbarn hoffen, dass die Täter bald gefasst werden. Doch bis dahin bleibt die Angst, dass es jederzeit wieder passieren könnte. Die Planungen zur 4. Sächsischen Landesausstellung sind im Moment so etwas wie die unendliche Geschichte. Die Stadt Zwickau hatte zwar mit ihrem Konzept den Zuschlag bekommen, musste aber viel Kritik der Mitbewerber einstecken. Dann ging das Konzept nicht auf, weil der geplante Standort viel zu teuer werden würde. Und so geht's nun zurück auf Los. Zwar bleibt das Thema Industriegeschichte, doch das Kunstministerium unternimmt nun einen neuen Anlauf, einen Ausrichter zu finden. Stadt, ärgere dich nicht. 8 Städte vom Erzgebirge bis ins Vogtland wollten Sachsens Landesausstellung gewinnen. Zwickau sah schon wieder sichere Sieger aus. Doch der Freistaat nahm Zwickau vorerst aus dem Spiel. Seit gestern wird ein Alternativkonzept geprüft mit mehreren Standorten. Für die zentrale Leitausstellung ist jetzt die ganze Region wieder gefragt. Da kann auch die Stadt Zwickau uns einen Vorschlag unterbreiten. Das können aber auch andere Städte sein, Plauen, Oelsnitz oder auch weitere. Und was die dezentralen Orte, die authentischen Orte angeht, da gibt es schon eine Liste an Vorschlägen. Rückblick. Im Januar 2014 bekam Zwickau den Zuschlag. Im Horch-Hochhaus wollte Sachsen mit einer Ausstellung zur Industriearchitektur glänzen. Doch eine Kostenexplosion stoppte das Projekt. Zwickau legte nach. Im November vergangenen Jahres präsentierte die Stadt ihr neues Konzept. Ein moderner Neubau soll entstehen. Allerdings erst 2019, also ein Jahr später. Das passt dem Freistaat nicht. Die Entscheidung kam, ich will sagen, nicht ganz so überraschend. Es war ja klar, dass das Konzept, so wie es ursprünglich verfolgt worden ist, wahrscheinlich keinen Bestand haben wird. Da es ja um Industriekultur geht, um Industriegeschichte geht, wird Zwickau auf alle Fälle dabei sein. Auch alle anderen Kandidaten sind also wieder im Spiel. Ob Aues Besteckfabrik, die Porzellanfabrik in Freiberg oder auch die Hempelsche Fabrik in Plauen. Mit dem Geldsegen des Ministeriums lassen sich einige Industrieruinen aufmöbeln. Im März will der Freistaat entscheiden, die Würfel sind also noch nicht gefallen. Industriegeschichte ist das irgendwie auch. Das pompöse Wohnhaus des legendenumwobenen Odol-Königs Karl August Lingner. Das Lingner Schloss auf dem Dresdner Elbhang, das wird nämlich immer schöner. Der Förderverein hat mittlerweile Ost- und Westflügel saniert, das Treppenhaus mit Sternenhimmel eben denkmalgerecht wiederhergestellt und den historischen Kinosaal in Betrieb genommen. Seit 2002 begleiten wir vom Sachsenspiegel das Werden dieses öffentlichen Bürgerschlosses. Ja, und heute besuchen wir es wieder einmal. Frage: Können Schlossbesitzer nach 12 Jahren Sanierung happy sein? Antwort: Mehr happy geht nicht. 12 Millionen Euro, 1 Million Spenden pro Jahr
sammelte ein Förderverein und verbaute sie ins Lingner Schloss, ins mittlere der drei Dresdner Elbschlösser. 90% dessen, was wir bisher hier geschaffen haben, stammt aus Privatspenden. Unternehmen teilweise, Privatpersonen, teilweise recht generöse Spenden. Und nur wenige, also unterhalb 10%, sind Zuwendungen von Stiftungen oder von öffentlichen Förderprogrammen. Karl August Lingner, der mit Mundwasser, Impfstoffen und Hygieneartikeln unermesslichen Reichtum angehäuft hatte, vermachte den Prachtbau 1916 der Stadt Dresden, für die er irgendwann eine Last wurde. Nun zeigt sich das Bürgerschloss weitestgehend wiederhergestellt, wirkt die Dachterrasse paradiesisch, wenn auch jede Sandsteinvase himmlisch kostet. Rund 10.000 Euro, auch heute noch, sogar ein bisschen mehr inzwischen. Und diese 10 Vasen, die Sie hier oben sehen, sind komplett über Einzelspenden finanziert worden. Und da haben wir wirklich einen Kunsthandwerker in Rosenheim gefunden, einen jungen Mann, der das hervorragend gemacht hat. Ja, und das ist eine von den Möglichkeiten, wo man sich hier auch selbst ein Denkmal setzen kann. Und da, wo es geht, wird auch namentlich darauf hingewiesen. Noch sind zwei Festsäle fest in der Hand der Bauarbeiter. 2016, im 100. Todesjahr Lingners, soll alles fertig sein. Schon ist das Treppenhaus eine Augenweide aus Blattgold und Purpur. Und der Kinosaal aus den 50er Jahren, damals nutzte das Physikgenie Manfred von Ardenne das Lingner Schloss als Club der Intelligenz, wurde von den Deutsche Werkstätten Hellerau denkmalgerecht aufpoliert. Hier laufen nun Filme mit Dresden-Bezug, wird zudem ab März standesamtlich getraut. Und im nächsten Jahr dann den Festsaal und da kann dann wieder getanzt werden. Wir brauchen noch etwa 2 Millionen in den nächsten zwei Jahren, die uns zufließen müssen. Ansonsten haben wir beide uns angewöhnt auf diese Frage, die uns natürlich fast jeder stellt. Wann wird denn fertig sein zu sagen, in 2 Millionen Euro sind wir fertig. Ja? Lingners Testament vom Schloss für jedermann. Es scheint sich nach 100 Jahren zu erfüllen. Ja, zu Lingners Zeiten, also ebenso vor rund 100 Jahren, waren Wettervorhersagen noch nicht wirklich exakt. Die Meteorologen waren damals meist Bauern, die anhand jahrzehntelanger Erfahrungen in die Zukunft schauten. Die sogenannten Bauernregeln, die gibt es ja noch heute, aber es gibt auch alte Vorhersagemethoden, an die sich kaum noch jemand erinnert. In der Oberlausitz sagt ein Mann das Wetter mit zerschnittenen Zwiebeln vorher. Und das für das ganze Jahr 2015. Dieter Wagner holt sich seine Jahreswetterprognose aus der Speisekammer. Der Wetterprophet aus Oppach hat hier Zwiebelhälften abgestellt, für jeden Monat eine. Am 1. Januar punkt 0 Uhr hatte er 12 Zwiebeln halbiert und jeweils eine Hälfte mit Salz bestreut. Der Rest sind Physik und Aberglaube. Das eingebrachte Salz, gleiche Menge in gleiche Zwiebel, verbindet sich mit dem Wasser der Zwiebel. Manche haben einen kleinen Berg oben, manche sind vorne nass, manche sind hinten nass. Und das muss man dann eben durch lange Erfahrung ablesen können. Schon sein Großvater arbeitete nach der Zwiebelmethode und sei zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Auch Dieter Wagners Wetterprophezeiungen sind wegen ihrer Treffsicherheit in der Region begehrt. Der Januar scheint nicht so nass zu werden. Es wird auch nicht so viel Schnee geben. Und es bleibt verhältnismäßig trocken. Der Februar wird von Anfang an viel Schnee geben. Und das wird sich über den ganzen Monat hinziehen. Der März ist wieder sehr schön. Da wird es nur am Anfang ein bisschen feucht sein. Über den ganzen Monat wird es viel Sonnenschein geben. Der April wird wechselhaft, der Mai aber fällt ins Wasser, sowie auch der Juni, der Juli und der August. 2015 wird insgesamt ein nasses Jahr, sagt das Wasser auf den Zwiebeln. Rolf Eckhard Übel, der Wetterbauer aus dem Vogtland, mit seinen Wetterkreisen kann der Zwiebelmethode nichts abgewinnen. Eine Zwiebel aufzuschneiden und vom Saftfluss ablesen zu können, wie das Wetter wird im ganzen Jahr, das hängt doch letzten Endes auch davon ab, wie die Zwiebel groß geworden ist. Dieter Wagner wiederum hält von der Methode mit den Wetterkreisen überhaupt nichts. Ist meiner Ansicht nach genauso in Frage zu stellen, wie das, was ich mit meiner Zwiebel mache. Zwei streitbare Männer und ihre Methoden, deren Vorhersagen erstaunlicherweise gar nicht weit auseinander liegen.
Das ist schön. Maera Rothe schaut noch nicht so weit voraus, dafür aber mit Messmethoden, die von Zwiebeln und Bauern weit entfernt ist. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.